Ein Vortrag kurz. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 6, Vers 34, Lakat kuthibat rusulun min qablik. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Warum sagt Allah das zum Propheten a.s.? Warum sagt er das? Warum sagt er ihm das? Er will damit sagen, du wirst der Lüge bezichtigt, vor dir wurden schon andere der Lüge bezichtigt. Das heißt, der Prophet soll hiermit getröstet werden. Und indirekt soll jeder, der heute oder irgendwann Dawah macht, getröstet werden, wenn die Leute ihn ablehnen und ihn der Lüge bezichtigen. So, jetzt ist die Frage, wie haben die Propheten darauf reagiert, dass sie der Lüge bezichtigt wurden? Fasabaru ala ma kuthibu wa uzu. So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Das heißt, sie sind nicht nur der Lüge bezichtigt worden, dem wurde Schaden zugefügt. Und das sieht man beim Propheten, der wurde angegriffen, der wurde gewürgt, der wurde mit dem Stein verletzt, der wurde vertrieben, der musste sich 3 Tage in der Höhle verstecken. Das sieht man bei dem Propheten Musa, das sieht man bei dem Propheten Isa, bei all den Propheten, allen wurde Schaden zugefügt. Aber die sind standhaft geblieben. Was heißt das, standhaft geblieben? Heute gibt es oft das Wort, du musst Sabar haben. Und Sabar heißt dann schlafen. Oder vielmehr Tiefschlaf. Oder eher Vollnarkose heißt Sabar. Sabar heißt, ja Bruder, guck mal, die Situation, ja, wir müssen was machen. Sabar, Sabar. Das heißt, das ist nicht Sabar. Achi, Sabar heißt weitermachen. Allah sagt im Koran, im zu Kontext mit Ghazwat Uhud, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ويعلم الصابرين؟ Habt ihr gedacht, ihr werdet in Paradiesgarten eingehen, bevor Allah diejenigen von euch kenntlich gemacht hat, die sich einsetzen und die standhaften? Das wird hier im Zusammenhang gesetzt mit der Schlacht von Uhud, dass die weitermachen sollen. Was haben die Sahaba gemacht? Die sind am nächsten Tag rausgegangen. Die haben die Schlacht verloren von Uhud und sind am nächsten Tag rausgegangen. Muhammad al-Assad, zur zweiten Schlacht, und die Leute von Mekka sind nicht mehr gekommen. Die sind denen sozusagen, obwohl sie verloren haben, hinterher, in Anführungsstrichen. Das war Sabr. Sabr war weitermachen, anstrengen, bemühen. So. Das heißt, die haben sich weiter bemüht. Die haben sich nicht einschüchtern lassen, die haben weitergemacht. Der Prophet, a.s.w., wir sehen in seinem Leben, sein Leben ist das Tafsir von Sabr. Ja, sie haben ihn der Lüge bezichtigt auf den Märkten. Auf den Märkten, klassisches Beispiel. Der ist zum Markt gegangen und hat gerufen, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Sagt la ilaha illallah und ihr werdet Erfolg haben. Wisst ihr, was la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, für die hieß? Das hieß für die, eure ganzen Götzen, die ihr anbetet, die 360 da hinten, hier, 5 Minuten von hier entfernt, die sind nichts wert. Den ihr opfert. Eure ganzen Götzen, die hatten alle einen eigenen Stammgötzen gehabt in Mekka. Der ist gar nichts wert. Eure Götzen, die haben alle eine Götze im Haus gehabt, eine persönliche Götze fürs Haus, ist nichts wert. Die sind alle nichts wert. La ilaha illallah. So ist der Prophet über die Märkte gegangen. Sagt La ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah und ihr werdet Erfolg haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn der Lüge bezichtigt. Abu Lahab war hinter ihm. Ach, hört nicht auf den. Der ist Zauberer, der ist dies, der ist das, der ist so, der ist so, der ist so. Was hat der Prophet gemacht? Hat er gesagt, oh, die Medien haben schlecht über mich berichtet, weil die Medien waren damals Abu Lahab. Dann höre ich besser auf, lieber zurückziehen, sonst kriege ich nachher Schaden. Nee, der hat weitergemacht. Das ist es ja gerade. Aber heutzutage erzählen die Leute, hör auf. Sonst kriegen wir Probleme. Ach, die Probleme sind vorprogrammiert. Aber das größte Problem, was du bekommen kannst, ist, wenn du ein Problem mit Allah bekommst und nicht mit den Menschen. Und wann bekommst du ein Problem mit Allah? Soll ich dir sagen? Soll ich dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, lasst euch nicht in die Irre führen. Soll ich dir sagen, wann du ein Problem mit Allah bekommst? Der Prophet alaihi salatu hat gesagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُشِكَّنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ. Entweder ihr gebietet das Gute, zum Tawhid aufrufen, zum guten Tag aufrufen, zum Gebet aufrufen, zum Hijab aufrufen und verbietet das Verwerfliche,
sagen, dass das falsch ist, Jesus anzubringen. Sagen, dass es falsch ist, in die Spielhalle zu gehen. Davon abhalten, Sünder zu begehen. Oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden. Und du erzählst uns, nee, ruf nicht auf, sonst kriegen wir Probleme. Ach, der Prophet sagt genau dasselbe, genau das Gegenteil. Die Leute erzählen uns, sei nicht so auffällig, sei nicht so, sonst kriegen wir Probleme mit den Menschen. Ach, wenn du das nicht machst, kriegst du Probleme mit Allah. Ist hier irgendwas schwer dran zu verstehen? Ach, das ist klar wie die Sonne. Und jetzt eine Frage, war das provokativ gewesen? Provokativ, provokare heißt auf Lateinisch eine Reaktion herausfordern. Hat das ein, haben die Mekkaner das als Provokation angesehen, dass der Prophet über die Märkte geht und sagt, la ilaha illallah, natürlich. Die haben das als Provokation gesehen, das war für die eine Katastrophe. Das hieß, deren ganzes System ist falsch. Hier kommt einer und sagt uns, euer Wirtschaftssystem ist falsch, weil die haben von den Götzen gelebt, weil die Pilger alle kamen. Euer Wirtschaftssystem ist kaputt, eure Vorväter gehen in die Hölle und das, was ihr hier macht, hat alles gar keinen Sinn, weil ihr müsst nur Allah alleine anbeten. Überleg mal. Und das war denen viel wert. So war der Prophet, alaihissalam. Und jetzt eine Frage. Wann wurde der Prophet der Lüge bezichtigt? Wurde der Lüge bezichtigt, als er in der Moschee saß oder als er sich mit drei Leuten irgendwo getroffen hat, die an ihn geglaubt haben? Nein, er wurde der Lüge bezichtigt, als er die Botschaft nach draußen getragen hat zu den Leuten, die nicht an ihn glauben. Das heißt, der erste Schritt, den wir machen müssen, ist, wir müssen die Botschaft raustragen, wenn wir den Weg der Propheten folgen müssen, an die Leute, die nicht daran glauben. Weil wenn du den Leuten, die sowieso daran glauben, davon erzählst, die werden dich nicht der Lüge bezichtigen. So, dann wirst du der Lüge bezichtigt und manche werden an dich glauben, werden der Botschaft glauben. Und dann wird dir Schaden zugefügt und dann musst du weitermachen. Wie weit musst du machen? Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis wann? Bis der Sieg, die Hilfe zum Sieg von Allah kommt. Das heißt, die Hilfe zum Sieg kommt erst wann? Wenn du die Botschaft nach außen getragen hast, der Lüge bezichtigt wurdest, dir Schaden zugefügt wurde, du trotzdem immer weitermachst und auf Allah vertraust, dann kommt der Sieg. Aber bei den meisten fällt schon beim ersten Schritt ist es schon vorbei. Nee, lass lieber für uns, sonst kriegen wir Probleme. Sobald der erste Mal der Lüge bezichtigt wird, oh, ich habe bestimmt einen Fehler gemacht. Sobald der erste Schaden kommt, da sind 99% der Muslime eingebrochen. Aber das ist ja gerade der Schritt. Warum? Weil Allah stellt dich hiermit auf die Probe. Hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sura 29, Vers 2 und 3. Haben die Menschen gedacht, sie werden in Ruhe gelassen, nur weil sie sagen, sie glauben, sie werden nicht auf die Probe gestellt? Und wir haben die vorher schon auf die Probe gestellt. Auf das Allah diejenigen kenntlich macht, die wahrhaftig sind, auf das er die Lügner kenntlich macht. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Wie gesagt, Bruder, das war ganz kurze Erklärung. In Sure 6, Vers 34. Und für die Schwestern im Internet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die die Botschaft nach draußen tragen. Amen.